So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Mantel. Ich muss mal kurz gucken, es ist ein Tag vergangen, genau. Wir wollten uns jetzt hier ein bisschen umschauen. Ein bisschen viel. Wir hatten ja den Verbindungsturm, den Sender eingebaut und ja, diese Folge wird lang. Ich denke mal, es wird eine längere Folge. Wir gucken uns hier alles genau an. Alles, was hier in diesem Gebiet ist und clearen das mal, so gut es geht. Kann bestimmt immer noch mal was übersehen. Ich würde sagen, wir fangen auch von rechts nach links an, oder? So, einfach, wir gehen einfach mal von hier, vom Darmsee-Zeltplatz zu unserer Main-Mission. Das ist das Ziel. Glendalen, okay. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Aua. Die kleinen Mistviecher. Vor allem, es ist so laut. 302 EP. Hm. Haben die nicht mal eine Zeit lang 1000 gegeben? Jetzt frage ich. Achso, jetzt kann man es hier plötzlich untersuchen. Okay. Glendalen scheint ein raues Pflaster zu sein. Was ist das denn hier? Oh. Aua! Gehen's Grauhafen. Ja, wir wollen ja aber erstmal rechts lang, ne? Genau. Das sieht doch hier einladend aus. Besonders mit dem wunderbaren Loch. Was war das für ein Geräusch? Jetzt habe ich schon wieder Angst, ja. Da kratze ich mir auch am Kopf. Was war das für ein Geräusch? Oh Mann, das sind ein paar mehr. Ach, jetzt habe ich aus Versehen ein Messer geworfen, okay. Das sieht aber eigentlich ganz schön hier aus. Hier ist ein größeres Loch. Hier ist auch das Auto. Darmsee-Zeltplatz. Das ging aber relativ fix. Okay. Wir könnten auch gleich nochmal angeln. Ich glaube, da unten ist irgendwas, weil ich höre immer so komische Geräusche. Ja, wir gehen erstmal nach oben. Darmsee Zeltplatz. Da haben wir ein lecker Reh. Haben wir auch schon lange nicht mehr uns einverleibt. Was war das schon wieder für ein Geräusch? Und zack, ist wieder alles voll. Ist das ein Raptor oder was ist da los? Okay, woher kommt. Ja, wäre cool, wenn wir hier mal eine Feuerstelle hätten. Obwohl die. Hier ist ein Wunschbrunnen. Okay, interessant. Aber hier muss doch irgendwo noch Lagerplatz sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so. Ich meine, das ist ein Zeltplatz. Nein! Bleib hier! Wir brauchen. Oh, jetzt kann ich es nicht einsammeln. Jawohl. Neue Erfindung, Lupe, okay. Da, ich habe eine neue Stufe erreicht. Ich sollte ein Lager. Ja, ich brauche auch einen Lagerplatz. Okay, Knochen und. Ach, hä? Ach, hier sind wir, okay. Ja, gut.
Alles klar. Ah, okay, okay. Ah, okay. Ja, warte mal, ich glaube, ich... Ja, jetzt habe ich es nicht mehr, aber... Hier haben wir schon mal einen Stoff. Wo habe ich das Reh erledigt? Hier. Ich glaube, wir brauchen aber noch einen Stoffteil. Na. Vielleicht hier raus? Nice. Ja, dann letztes Mal hatten wir ja auch schon Wunschbrunnen. Es hört sich aber auch nicht gesund an. Wähle eine Belohnung. Oh. Selten legendärer Lachs. Ich würde sagen, tatsächlich den Elektroschrott. Oh, nice. Von ihm 15 Mal. Angeln können wir auch demnächst mal. Können auch hier die ganzen Eier mal aufsammeln. Wie kann man das wieder machen? Ah, okay. Das ist auf Cooldown, aber das ist interessant. Nice. Ach ja, wir haben auch noch ein Level abgemacht. Dann können wir auch mal kurz hier dran. Gelehrter Schüler, EP durch alles. Nochmal um 8%. Kraftschub. Zeigt vergrabene Wertsachen, Verstecke und andere verborgene Schätze auf der Landkarte, wenn du nicht... Ich glaube, wir nehmen das mal, oder? Aber wir sind Level 13. Müssen wir nicht sogar noch was bekommen? Das war ja jetzt für Level 12. Okay. Endlich mal die Standard-Dietriche. Die können wir dann auch mal benutzen. Wofür ist denn die Lupe? Ein scharfes Auge entdeckt damit Gegenstände, die ansonsten verborgen bleiben. Okay. Sucheffizienz. Oh komm, das können wir herstellen. Ach, das ist ein Accessoire. Okay. Das braucht sehr viel Eisen. Der Buschhut. Okay, nice. Den machen wir doch. Das Tarnmuster schützt vor Entdeckung durch Gegner und spezielle Duftstoffe von neugierigen Tiernasen, okay? Schaden abblocken um 5% nochmal, okay. Können wir direkt mal ins Gepäck gehen. Wohl... Gegner sich weiter geschrumpft. Schaden abblocken. Wurfschaden gegen Monster um 10%. Irgendwie finde ich tatsächlich die Baseballkappe besser. Mist. Verschwendung! Oh. Oh. Ah, cool. Wir können den Rucksack aufwerten. Endlich. Machen wir auch direkt. Oder? Ja, komm. Wir müssen einfach... Ich hab's die ganze Zeit nicht gemacht. Wir müssen einfach mehr Rehe jagen. Wir brauchen mehr Rehe. Okay, ab jetzt ist es offiziell. Man wird uns den Rehschlechter nennen. Es muss sein. Ich habe euch die ganze Zeit am Leben, aber ihr leidet hier eh nur. Aua. So. Da ist noch ein Reh. Spawnt das immer wieder neu? Das hat jetzt aber kein Fell fallen lassen. Hm, ein Moment. So, es wird schon wieder dunkel. So langsam aber sicher.
Es tut mir voll leid. Für die Rehe. Nicht ja ganz. Oh, Monster. Aber warte mal, wo ist denn hier das? Hier, genau. Was sind das für Geräusche? Die machen mir schon ein bisschen Angst. Und das sieht so aus, als könnte man hier graben. Ach, wir haben die Schaufel sogar ausgerüstet. Was ist das denn hier? Sollte hier ein Zelt gebaut werden? Naja. Limo-Liebhaberhaus, okay. Die sehen aber nicht aus, als würden sie einen Liebhaber. Oh mein Gott, die sind alle hinten. Ein Standard-Dietrich. Konnten wir den nicht herstellen? Och Mann. Dann gehen wir erstmal in den Garten rein. Oh. Ah! Jetzt habe ich aus Versehen ein bisschen die Kamera gedreht. Nice. Da. Oh, komm mal von hier rein. Ne, wir brauchen immer noch den Dietrich. Die Frage ist, sind Sachen, wo Dietriche sind, seltener, also seltenere Sachen drin? Aber man merkt, dass wir den Rucksack aufgewertet haben. Haben wir auch schon den Schlafsack hergestellt? Oh, okay, so weit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Das ist außerhalb unseres Bereiches, auch wenn hier eine Quest ist, aber die machen wir noch nicht. Würde ich sagen, noch nicht. Wir halten uns strikt an unserem Plan. So dass es nicht zur Ablenkung kommen kann. Gruselig? Verzeiht mir, Urahn. Ey, es ist sogar was gekommen. Oh mein Gott, und jetzt... Kann ich es noch nicht mal tragen. Okay, wir kommen gleich wieder hier hin. Wo ist hier? Okay. Ist auch ein Zeichen. Aber diese Geräusche, die machen mir mega Angst, muss ich sagen. Hey! Lauf! Die armen Rehe. Ja, immerhin ist hier der Zeltplatz direkt. Gucken mal, was wir so herstellen können, was uns... Ja, ist ja gut. Standard-Dietrich. Ach ja, ich wollte es nicht machen wegen den Eisen, aber irgendwann wird es ja gebraucht. Topfhalter. Machete. Den können wir ja herstellen. Ausrüstungsteil, das speziell angefertigt wurde, um schneller Fische damit zu fangen. Okay. Ja komm, machen wir die Standard-Dietriche. Müssen wir den ausrüsten? Das scheint nicht so, aber die Lupe können wir mal ausrüsten. Der Dietrich scheint die ganze Zeit zu funktionieren. Haben wir eigentlich das Gepäck schon? Schlafen. Es ist doch hier dunkel fast.
Schlaf, um Zeit verstreichen zu lassen, um für kurze Zeit einen Bonus zu erhalten, weil du ausgeruht bist. 6 Stunden, okay. Okay, es war doch noch. Das hat mir gut getan. Fell? Weil jetzt habe ich nicht gesehen, was wir dafür bekommen haben. Ah, egal. Irgendwas mit Trefferpunkte habe ich gelesen. Ja, jetzt ist es natürlich dunkel. Blöd. Ich hoffe, das Fell liegt noch da. Da ist es. Okay, der zählt schon nicht mehr zu diesem Gebiet, okay. Das hier aber schon. Das ist das Rehentur. Oh mein Gott. Das ist nämlich mein Reh. Ah, jetzt lauf nicht so weit nach vorne. Ich bin tierlieb. Leiden doch nicht. Nice. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nur die Reh-Kids Fälle geben. Oh mein Gott, wo sind wir jetzt hier schon wieder angelangt? Okay. Ach, jetzt haben wir den Dietrich hergestellt und sind noch gar nicht in das Haus gegangen. Mist. Müssen wir nochmal zurückgehen gleich. Was soll das da? Warum ist das da? Wer hat hier die Dämonen heraufbeschworen? Ich lasse. Der Dämon darf gehen. Erhöhe den Schaden mal wieder auf 40, okay. Also es gibt nichts Schöneres. Haben wir auch Eisen. Ich glaube, wo ist das nächste Lagerfeuer? Da oben auch wieder. Das ist jetzt alles weit weg. Ah, müssen wir aber machen und dann wieder hier, weil da gibt es sowas wie Eisen und sowas und ich möchte die anderen Sachen hier ungern verschwenden. Geh einfach hoch, sehr gut. Nice. Okay, was? Ah, okay. Interessant. Okay, das war nice. So, wir müssen nochmal zurück. Ganz kurz. Wir müssen hier rein. Reh! Wieder nehmen. Meine Güte. Bleib doch mal ruhig. Ah, woher kommt er denn? Er ist ja noch ein Überlebender. Okay. Ah. Nee, warte mal, das war das hier nicht. Wo war es denn? Ach, noch ein bisschen weiter. Okay, warte mal, gehen wir nochmal nach... Ja, komm, dann gehen wir eben nach oben. Geben noch mal kurz die Sachen ab. Aber das ist so das Einzige, was so ein bisschen, ja, den Fluss so ein bisschen stört. Aber, ja.
soll ja auch so sein, von den Entwicklern gedacht. Ich glaube, später nimmt man, sammelt man eh nicht mehr alles ein. Warum? Ja, er steht genau auf der Grenze. Darum kommt er immer wieder. Was ein Assi, ey. Standard Dietrich benutzt. Ah, guck mal, hier haben wir auch Eisen. Blockiert. Da müssen wir von der anderen Seite aus rein, okay. Was ist denn das hier für ein Salz, das hier? Oder Dreck oder ist das Kotze oder was soll das sein? Oh, Bruschetta mit Tomaten. Lecker. Fehlen uns noch die Weizen. Permanente Wirkung bei Verzehr. Chance auf kritische Treffer hinterrücks 5%. Okay, nice. Oh, lecker Zwiebeln. Okay, das hat sich schon gelohnt. Jetzt können wir, warte mal. Kommen die Blätter. Die Blätter können weg hier. So. Diese Drecksblätter. Mann. Strom ist wichtiger. Okay. Hier ist der Wunschbrunnen. Der Wunschbrunnen. Ja, können wir mal weiter jetzt in diese Richtung hier gehen. Auch noch weit. Ist das Lava? Das sieht aus wie Lava gerade. Einsames Haus. Ja, gehen wir wieder weiter in diese Richtung jetzt. Mal sehen, was wir noch so Nettes hier begegnen. Ja, man merkt, wir waren hier schon. Das Reh liegt da noch rum. Verstehe gar nicht, wieso. Okay, warte mal, dann gehen wir noch weiter hier. Ob hier was ist? Sieht so verdächtig aus. Meine Schippe ist gegen irgendetwas gestoßen. Okay. Sah irgendwie verdächtig aus, muss ich sagen. Es ist in meine Arme gerannt quasi. Oh, bleib doch hier. Ernsthaft? Muss ich doch den Jäger skillen, oder wie? Den Tierfreund? Ach ja. Ich rede, tut mir schon ein bisschen leid. Weißt du, die tun einem gar nichts. Und werden damit bestraft, nahrhaft zu sein. Oh mein Gott. Mietz, 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 Mietz. Der ist einfach weg. Okay.
Okay, hier sind wir am Friedhof. Ja, hier muss man irgendwie von der anderen Seite wahrscheinlich reinkommen, dann kommt man hier hin. Ich glaube, von dieser Seite kommen wir jetzt. Aber wenn du das so machst, ne? Ah! Ah! Von hierher zum Gejagten hier. Guck mal. Er hat mich getroffen. Oh mein Gott. Mr. Schreihals. Ganz schön heiß, heiß. Ist tatsächlich Lava hier. Okay, interessant. Oh mein Gott, wir sind auf Hawaii. Ganz schön heiß hier. Dann wird das tatsächlich Lava sein. Hundertprozentig. Interessant. Ah, noch mehr. Oh mein Gott, wir überhitzen. Oder wegen dem Kraftwerk, das kann natürlich auch sein. Okay, das ist schon interessant. Boah, wie groß das hier ist. Okay, das ist alles Wasser. Drückende Hitze, kühlere Kleidung, okay. Neue Erfindung, Cowboy-Hut, okay. Interessant. Neue Erfindung, Eisblock. Ja, den schleppt man ja immer wieder gerne mit sich rum. Okay, da sind wir schon beim Kraftwerk. Ey, diese Löcher sehen auch so verdächtig aus. Es rennt weg, während ich es anvisiert habe. Na toll. Die droppt nicht so oft das Fell, muss man sagen. Ah, nice, hier sind wir. Können wir uns denn schon was Kühleres herstellen? Gewöhnlicher, kompakter Cowboyhut. Nee, Fell fehlt uns. Okay. Wo ist der Eisblock? Würfel, Machete, Tarnnetz, Schweißbänder, Eisblock. Schutz vor Hitze, plus 5%, plus 5 Grad. Okay, cool. Ja, Eisen ist irgendwie immer noch, finde ich, mit einer der selteneren Sachen. Bringt Licht in die Dunkelheit. Ja, vielleicht kann man das später gebrauchen. Ich mache erstmal, rüste erstmal einen Eisblock aus. Ach ja, war eh Quest abgegeben. Ah, das war sogar eine Quest. Nice! Ja, dann können wir da schon wieder am Wunschbrunnen. Kann man jeden immer nur einmal aktivieren? Also zählen die als ein Ganzes? Oder wahrscheinlich ist die Zeit eh schon abgelaufen und ich werde es jetzt nicht herausfinden. Ich habe jetzt eh nichts dabei. Eisen und... Was war das denn jetzt? Was war das? Was ist das? Okay, das sieht nicht so gesund aus. Aua! Jetzt haben wir auch noch mutierte Pflanzen, okay. Boah, das Gebiet ist so riesig. Ach du liebe Güte. Okay. Mann, die sind aber auch gut geschützt hier. Das ist ja ein Zombie.
Boah, halt nicht viel aus. Neues Monster erledigt. Okay. Aua. Zählt das auch noch als Monster? Tatsache, okay. Aua. Die sind schon eklig, muss ich sagen. Okay, spätestens jetzt lohnt es sich echt, die Messer aufzuwerten. Wo sind wir denn hier jetzt angelangt? Überwuchertes Haus. Oh mein Gott. Das ist ja schon Last of Us-Style hier. Ups, das war... Oh, okay, hier ist ein Lagerplatz. Interessant. Das ist... ich weiß nicht, ob ich hier lagern möchte. Also das ist der erste unbequeme Platz. Tatsächlich, muss ich sagen. Aber man kommt, glaube ich... Nee, ich glaube, von hier kommt man da auch nicht hin. Oh, könnte man schon, aber der Charakter kann ja nicht schwimmen. Ist ja ein bisschen zu blöd dafür. Ach. Jetzt habe ich schon wieder ein Messer geworfen. Egal. Okay, das ging überraschend gut. So, hier können wir auch ein bisschen was abfarmen jetzt. Zwiebeln. Okay, frisch serviertes Gemüse mit einem Hauch leckerer Gewürze. Frisch wie ein Sommertag. Können wir sogar machen. Chance auf kritische Treffer um 1,5% erhöht. Es wird mal wieder Zeit, dass wir langsam mal was kochen, ne? Oh, wir sind schon im 6. Tag angelangt. Erstmal alles zerstören. Gehen wir mal. Das sieht doch auch sehr einladend aus, oder? Oh, ich glaube, das ist schon fertig gepflanzt, oder? Müssen wir auch vielleicht gleich mal hingehen. Ja, gehen wir mal durch die Mitte. Noch mehr von diesen Viechern. Ah, ich hätte ans Lagerfeuer gehen sollen. Wegen den Messern. Naja, egal. Baustelle, Heckenfeld. Oh mein Gott, wer hat mich gesehen? Hui, das sind ein paar Gegner. Da drüben ist schon quasi das Ziel.
Oh mein Gott, hier gibt es aber... Das ist ja eine richtige Baustelle hier. Oh mein Gott, sind hier viele Gegner. Kann ich, ach, hier kann ich rein. Okay. Zack. Oh mein Gott, Blobber ist wieder da. Der tanzt aber so cool. Wie, warte, da kommt der rein? Oh mein Gott. Ne, doch nicht. Da ist das Lagerfeuer. Fuck. Okay, den krallen wir uns gleich. Wir haben keine Le- Oh mein Gott, sind hier viele Gegner. Hui. Ah. Okay. Eine große Baustelle. Ja. Da drin sollte alle möglichen Baumaterialien sein. Ja. Oh mein Gott, hier ist wieder. Gehen wir doch jetzt hin, ganz ruhig. Jetzt ist hier keine Kochstelle, ne? Na, egal. Andauernd finde ich sie. Wir sollen mal eben... Komm, wir gehen mal eben zum Feld. Hä? Hatten wir hier nicht was bepflanzt? Okay, machen wir es nochmal. Ja, Weizensamen und Maiskorn könnten wir gut gebrauchen. Machen wir einmal Mais. Mais und dann noch den Weizen. Hier kommt ein Maiskorn noch. Und komm. Eine ausgewogene Agrarwirtschaft hier. Ja, pflanz ein. Ach, mein Arm juckt so. Uiuiui. Er kratzt sich auch. Perfekt, haben wir alles abgestimmt hier. So. Auf zum Brecher. Waren wir hier noch gar nicht drin? Sieht nicht danach aus, ne? Okay, oh. Da können wir wenigstens was kochen jetzt. Sehr nice. Ich habe irgendwie das Gefühl die ganze Zeit, dass mich eine kleine Obstfliege anfliegt, aber... Das sind einfach nur, ist nur ein Phantomjucken. Okay, so was können wir hier Leckeres kochen. Ah, ich verstehe. Dann müssen wir erst den Kochtopf aufwerten. Eieieiei. Smoothie. Den Kochtopf. Verstehe halt nicht, warum man daraus nicht auch Eisen bekommt. Oh, nice. Oh ja. Da ist auch ein Radio. Der Lagerplatz ist halt so weit weg.
Mal wieder. Ah, komm, ich probiere mal den Kochtopf aufzuwerten. Da geht sehr viel Eisen für drauf, aber egal. Ich finde es sinnvoll. Immer dieses Eisen. Leider ist das Brecheisen voll. Das wundert mich so ein bisschen. Hä? Woher kommt er denn? Oh. Okay. So. Warte mal, ist das jetzt schon fertig? Nee, doch noch nicht. So. Das gibt uns 1,5% kritische Trefferrate. Aber können wir noch nicht herstellen, oder? Doch. 4 Möhren. Was haben wir denn noch hier? 5%. Ne, Kartoffeln haben wir noch nicht genug. Ja, machen wir das doch hier. Das leckere Gemüse. Also brauchen wir 1, 2, 3, 4, 6 Zwiebeln und hier ein paar Gewürze. Knall das da rein. Perfekt. Nice. Können wir hier noch was machen? Ja, Kartoffeln fehlen uns leider. Ah, jetzt fehlen uns auch die Zwiebeln. Eine Zwiebel fehlt uns. Mist. Naja, immerhin etwas. Würde ich sagen, ist das schon mal ganz gut. Hä? Wow! Versteckt sich da hinterm Busch. Ich werde nicht mehr. So, Baustelle auf ein neues. Oh, oh, der Blob kommt. Ah, ist auch ein dicker Fettsack hier, ey. Ah! Oh. Nice. Okay, das hat gut geklappt. Überraschenderweise. Und da ist noch ein Werfer. Ah, daneben hat er gehauen. Was da... Sollte das denn jetzt sein? Also mal ganz im Ernst. Ah, da haben wir auch das Radio. The island has fallen. Am I too to fall? Am I to leave this haven of my rest? This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Okay, interessant. Ja, was haben wir denn hier so für nützliches Zeug? Schrott. Ich sehe nur Schrott.
Wie wär's mal mit Eisen? Können wir jetzt natürlich... Nee, komm, das machen wir so. Scheiß Metallschrott hier. So. Hier haben wir noch ein paar Reifen. Ganz viele, also ganz viel Gummi haben wir hier. Ja, müssen wir nochmal zurückkommen. Ist jetzt ärgerlich, aber ja, was soll's. Das ist eine gute Quelle. Erhöhe den Schaden auf 55. Okay, okay, okay. Da liegt er, der Blob. Ja, er hat doch gut funktioniert. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck Kaffee. So. Ja, wir haben schon ordentlich hier was aufgehoben. Es ist noch so viel. Aber ich glaube, wenn ich mir alles hier angucke, da können wir hier Urstunden verbringen. Ich werde mal gucken, wie ich das hier mache. Ob ich irgendwann einfach mal das Let's Play dann beende. Vielleicht dann auch eine lange Folge oder sowas machen. Wobei, hier fliegt doch nur Obstfliege rum. Hatte ich doch recht. Ich werde nicht mehr, ey. Meine Güte. Und dann schauen wir mal. Dann könnt ihr gerne, ich werde das dann den Spielstand nicht löschen. Ihr könnt dann jetzt noch nicht. Wir machen erstmal noch was. Aber ihr könnt dann gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr hiervon sehen wollt. Oder ob ich dann mich an anderen Projekten widme. Weil das ist natürlich auch ein Zeitfresser. Ein Zeitfresser, der Spaß macht. Aber ich glaube, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt... Muss ich gestehen, boah, diese Obstfliege, 100 Stunden oder so, hier, weiß ich nicht, weil man muss ja farmen, um weiterzukommen, was jetzt nichts Schlimmes ist, diese Obstfliege, die nervt so übertrieben, ansonsten, es ist ja immer wieder, was ich hieran cool finde, dass zwischendurch immer so kleine Sachen hier eingebaut sind, so magische Sachen, so mystische Sachen oder auch hier einfach gerade diese Kleinigkeiten mit dem Pentagramm auf dem Boden und sowas. Das ist schon sehr nice gemacht. Das spornt auch an, mehr solche Sachen weiter zu suchen. Okay. Ja, ich glaube, hier wird nochmal ein dicker Boss sein. Habe ich so im Urin. Ja, da ist auch ein Radio, okay. Oh, nice. Okay, perfekt. Das ist nice. Moah, ha, ha. Oh, Mr. Werfer hier wieder, aber... Okay, perfekt. Halt das Radio. Erstmal das Radio. Everyone will be provided a safe transit as soon as possible. This is an automated recording sent from P23, the Crown Station. So, ein hübsches... Das erste Mal, dass ich ein Bild hier sehe. Okay. Das erste Mal, dass ich da ein Bild hängen gesehen habe, dann droppt das auch noch was. Interessant. Ah, guck mal, hier ist doch Eisen.
Das war aber ein cooles Gebäude hier. Es wird jetzt natürlich noch cooler, wenn ich hier ein bisschen mit meiner Raffinesse bearbeite. Ja, ja, komm doch. Traust dich nicht, was? Ja. Okay, da steht einfach. Okay, hier hat wohl jemand. Hier hat es sich jemand schön gemacht. Hat ihn jetzt nur nicht viel gebracht, dank der Apokalypse, aber. Ich weiß es zu schätzen. Was haben wir denn hier alles? Hamburger, ein dickes Hackfleischpatty zwischen zwei frisch gebackenen Brötchenhälften. Wahrlich ein moderner Klassiker. Maximum Trefferpunkte. Weizen fehlt uns, aber wir stellen ja auch gerade ein bisschen Weizen her. Ich kann nichts kochen. Noch nicht mal einen kleinen Burger. Okay. Boah, hier gibt es mega viel. Ja, hier wird aber auch, denke ich, wieder ein Boss sein. So wie in der anderen Stadt. Das sieht so schön aus. Angebot des Tages, Kartoffeln und Weizen. Da gibt es bestimmt noch lecker Essen. Blockiert, okay. Oh, wow. Stufenaufstieg. Neue Erfindung, Holzfäller, sehr cool. Da hinten ist noch mehr. Ich glaube, wir müssen einfach nur den Weg hier frei machen. Oh, hier gibt es natürlich jetzt ziemlich viel. Oh mein Gott, den Blob habe ich da gar nicht gesehen. Okay. Ja, der hat wohl öfters das Tagesangebot gehabt. Ist aber ganz schön schnell dafür, dass er so breit gebaut ist. Oh, der hat gekrittet. Nice. Oh, zwei Krits hintereinander. Das war jetzt lucky. Wird das unsere erste Truhe, die wir aufmachen können? 196. Ich mache hier mal den Weg frei, ne? Aber ich denke, es müsste Resette werden, wenn wir ans Lagerfeuer gehen und dann losgehen eventuell. Ich weiß jetzt auch nicht, was blockiert. Oh.
Was meint ihr schneller, von hier hoch? Ja, ich glaube schon, oder? Probieren wir das mal aus. Ich bin mal gespannt. Stufenaufstieg, Horter, Sammler, Plünderer. Finde ich alles jetzt gerade gar nicht so gut. Plünderer. Ja, machen wir das so. So, jetzt bin ich mal gespannt. Lauf! Lauf! Nice. Oh. Ja, nice. Ach, hier wäre auch noch eine Tür gewesen. Okay. Ah, okay, cool. Den ersten, den wir hier mal geöffnet haben, finde ich nicht verkehrt. Also das Zuhause hier finde ich, also dieses Komplex finde ich cool eingerichtet, muss ich sagen. Ist das so eine Art Hotel vielleicht gewesen oder einfach nur ein großes Haus? Weil daneben ist ja auch direkt das Geschäft. Oh, da ist ein Monster wieder. Hoppala. Ganz viele Monster. Oh mein Gott. Oh, jetzt können wir die Möhre nicht einsammeln. Na, zum Glück. Woher kommst du denn schon wieder? Bleib da liegen. Können wir jetzt nicht einsammeln. Zum Glück ist das hier relativ nah. Das ist sehr nice. Nice. Okay. Jetzt bauen die hier schon die Zombies-Barrikaden auf, oder was wird das hier? Oh, Schreihals haben wir auch wieder. Da! Aber die sind cool berechenbar. Auch wenn die eklig sind. Mit dem Schreien. Aber die sind so aggressiv, die gehen auf einen drauf. Du kannst immer draufhauen und dann zurück ausweichen. Finde ich ganz nett. Von denen gemacht. And as it were, a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the ships were destroyed. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Oh, nice. Perfekt, das haben wir gebraucht. Das ist jetzt nicht so, aber hey. Oh mein Gott, wieder ein Zauberradio. Hier ist Keramik ohne Ende. Jetzt mache ich das hier. Nein. Wir machen nicht alles kaputt, weil es sieht voll schön aus. Also das Gebäude ist wirklich, wirklich schön. Man denkt ja immer von mir, ich sei so rabiat. Brachial. Aber nein, auch ich habe das Auge für das Schöne. Gut, das Keramik können wir noch aufsammeln. Wir wollen es ja nicht umsonst kaputt gemacht haben. Ach ja. Oder ist da hier noch. Waren wir da auch noch nicht drin? Warte mal. Oh mein Gott, yo. Okay, wir können den auch fast one-hitten.
Nice. Und wir sind gleich auch schon am Relais angekommen. Ich meine, wir haben hier noch ordentlich was zum Aufdecken. Besonders hier das Gebiet. Und hier oben wird ja auch nochmal was sein. Wir kommen auch von hier hin und können den Weg dann hier freimachen. Das ist auch interessant. Ja. Das reicht erstmal. Verschlossene Tür. Okay, wo waren wir da jetzt? Eine verschlossene Tür. Okay. Experten Dietrich. Ja, okay. War hier... Hilfe. War hier nicht gerade irgendwo noch da? Okay. Ich hätte aber schwören können, dass wir hier noch auf einen Bosskampf treffen. Dem scheint aber nicht so. Oder steht Monster? Monster, Zombies. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was es sein soll hier. Mutierte Wesen. Oh. Ja, hier geht's erstmal weiter runter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch. Hoch. Habe ich ein besseres Gefühl gerade. St. Ludwig Park. Oh, wie schön, wenn jetzt... Oh nein, oh nein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Okay. 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 Ja, du bist auch so ein kleiner Aggressivling, aber... Aua, aua, okay. Aua. 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 Oh. Nein, 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 nein. Das war knapp. Holy shit. Ich muss die Wunde ausbrennen. Ah, das tut gut. Manche schreien, ehrlich. Er findet das Ausbrennen, er mag es. Er macht das auch manchmal einfach so, um einzuschlafen. So. Die Hacke, ja, die können wir doch auch mittlerweile mal herstellen. Vielleicht gibt es da ein bisschen mehr Feld zu beackern. Da muss doch irgendwas Cooles im Park sein, wenn er dieser Supermutierte ist. Oder nicht. Das war aber jetzt gerade auch ganz schön knapp. Guck mal, jetzt liegt er hier rum, okay. Nice, Bretter, okay. Oh, ich hätte gedacht, dass sie mir jetzt auch noch Bretter geben. Nur Schrott? Ernsthaft?
Oh mein Gott, ist da wieder so ein Viech. Ah? Oh mein Gott, ja. Holy shit. Hat er mich schon gesehen? Ja. Okay. Vielleicht zwei von denen. Ich denke, wir machen nicht so viel Schaden gegen. Guck mal an. Danke, er wollte uns nur helfen. Oh mein Gott, ey. Wenn jetzt noch einer kommt, wird es schwierig, weil wir keine Messer mehr haben. Aber ich probiere es mal aus. Aber hier muss doch irgendwas sein, oder? Nö, es war einfach nur schwierig, okay. Oder vielleicht kann man hier auch noch... Ja, obwohl... Warte mal, so geht es zum Relais. Ah, okay. Aha, ich verstehe. Okay, okay, okay. Da ist das Verbindungsrelais. Diese Steintafel sieht interessant aus. Ja. Erstmal das Verbindungsrelais benutzen. Nice. Das ist in die Legende eines uralten... What? It all started when the great blue tear dropped from the sky. With great thunder, it hit Mother Earth and ripped her open. This is how manna came to us. The bittersweet gift from the sky. Finde heraus, was es mit dem frühen Stamm der Inselbewohner was mit denen geschehen ist. Mythos-Tafeln, 50.000 EP, okay. Aus dem Weltall. Okay, die... It all started when the great... Okay. Mythos-Tafeln. Okay, ich hätte gedacht, dass das kein geheimer Weg ist. Na gut, jetzt haben wir das natürlich freigeschaltet. Habe ich nichts gegen? Nicht ausgereicht. Okay, aber nice. Gut, ich hätte schwören können, dass es eher ein geheimer Weg ist, aber nein. Es war nochmal schwer, an das letzte Relais ranzukommen. Was ich auch ziemlich nice finde. Jetzt haben wir natürlich noch hier oben einiges. Besonders, weil wir da den Weg frei machen können. Und hier unten ist natürlich auch noch einiges. Erstmal bringen wir das hier. Zurück. Vor allem, was passiert, wenn wir die Tür aufgemacht haben? Wohin geht's dann? Sieht auch wieder nach einem Bosskampf aus. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir gehen dann nochmal zusammen hier hoch. Hier unten lassen wir dann erstmal sein, weil mich dann interessiert, was wir hier freischalten. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, ich bin gespannt.
Vor allem, wir könnten uns dann auch dahin teleportieren, oder? Hier wäre ein Verbindungsturm. Obwohl, egal, ob wir jetzt hier hingehen, wir können die Tür ja gar nicht hier aufmachen. Ja, dann müssen wir so oder so hier hinlaufen. Gut. Das ist der Plan für die nächste Folge. Macht's gut, meine Freunde. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.